Wie ist das jetzt, wenn ich also diese 11 kW überschreite, aus der Schoko-Steckdose so eine Steckdose hierfür gebaut? Also eine Punkt. Der tut eigentlich der Elektromobilität keinen Gefallen. 2 bis 3 Monate, bis man dort eine Info bekommt. Dass die alle gemeldet werden. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und wie ihr an meinem schönen Umhang, den ich hier habe, sehen könnt, oder was ich hier sonst noch so zu liegen habe, geht es heute um das Laden. Und zwar, wir wollen so ein bisschen mit euch klären, was muss man eigentlich anmelden, wenn man so ein Elektroauto zu Hause laden möchte? Was ist anmeldepflichtig? Was kann man vielleicht einfach so in die Steckdose stecken? Kann man das überhaupt machen? Was muss man sich genehmigen lassen? Und da gibt es einen ganz besonderen Experten, der uns genau darüber Auskunft geben können wird und das auch gerne tut. Und ich sage einfach mal, hallo Andreas. Hallo Julian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns zu sein für das Interview. Und du siehst ja schon, ich habe mich hier so ein bisschen bewaffnet mit Schoko-Steckern, CE-Dosen in Rot und in Blau. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles irgendwie von meinem Hals hier irgendwie wieder runterkriege. Also Scherz beiseite, Andreas, bevor wir zu dem Thema kommen, was muss man eigentlich alles machen, um zu Hause laden zu, ich sag mal, zu dürfen? Ne? Heute geht es ja so ein bisschen mehr um das Dürfen, nicht so unbedingt um das Können, sondern um das Dürfen in Anführungszeichen. Was muss man da machen? Sei doch so nett, obwohl wir dich schon mal bei uns in der Sendung hatten, im Video hatten, stell dich doch einfach nochmal kurz vor. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Andreas Steue, Firma Pech Elektro. Wir beschäftigen uns seit 2013 mit dem Aufbau von Ladestationen und haben in Berlin-Brandenburg so um die 1500 Ladestationen installiert und kennen uns, denke ich mal, mit dem Thema ganz gut aus. Na, also hast du massivst untertrieben, aber okay, weil ich weiß, du bist ja schon eins der Urgesteine. Auch bei der Interessengemeinschaft bist du ja schon wirklich ewig dabei. Und wir sehen ja im Hintergrund so ein paar Beispiele an Dingen, die ihr installiert habt. Da seid ihr breit aufgestellt. Andreas, wie ist denn das eigentlich jetzt? Ich fange mal mit so einem ganz einfachen Beispiel an. Ich fange mich mal an, so ein bisschen hier auszuwickeln. Ich habe mir ein Elektroauto gekauft oder einen Plug-in-Hybriden gekauft und im Kofferraum habe ich tatsächlich das Ladekabel gefunden und ausgepackt. Und da ist jetzt mal beispielsweise hier so ein Schoko-Stecker dran und auf der anderen Seite eben der Stecker fürs Auto. Kann ich jetzt das Ding einfach zu Hause bei mir an die Steckdose stecken? Und können? Auf jeden Fall. Grundsätzlich empfiehlt natürlich jeder Hersteller, dann den Stromkreis überprüfen zu lassen, dass man dort also einen Sonderstromkreis für den Aufbau von oder zum Betreiben von Ladestationen und Ladeinfrastruktur nutzt. Auch die Steckdose wäre dann ein Sonderstromkreis wie für die Waschmaschine, Geschirrspüler, zumal, ich sag mal, die Leistungsentnahme über die Dauer bei so einem Ladevorgang viel höher ist als bei der Waschmaschine und da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Steckdose ein separater Stromkreis ist. Also hier sollte auch ein separater Stromkreis installiert werden und wenn der vorhanden ist, dann sollte er auch nochmal überprüft werden, dass er eben halt auch dauerstromtragfähig ist. Jetzt hast du ja gerade im Prinzip schon den entscheidenden Unterschied angesprochen. Es gibt schon einen Unterschied, ob ich an der Steckdose ein Elektroauto lade für, was weiß ich, über Nacht 5 oder 6, 7 Stunden oder ob ich in Anführungszeichen nur mal kurz mir einen Tee warm mache oder die Waschmaschine laufen lasse. Und da sind wir jetzt so ein bisschen bei dem Thema, worum es heute ganz speziell gehen darf. Muss ich denn, außer dass ich jetzt von einem Elektriker das alles technisch prüfen lasse, noch mehr machen? Also muss ich dem Netzbetreiber zum Beispiel Bescheid sagen oder muss ich da vielleicht sogar vorher anfragen, ob das überhaupt so möglich ist? Also grundsätzlich bei einem Ladegerät, was unter 3,6 kW ist, brauchst du das nicht anmelden. Aber auch der Netzbetreiber interessiert sich natürlich, wie der Netzausbau, wie die Ladeinfrastruktur voranschreitet. Also grundsätzlich den Schoko-Stecker, das Notladekabel, kann man sich natürlich zu Hause einmal anschließen und sein Auto laden. Was ich nicht empfehle, damit dauerhaft zu laden. Und wenn ich das vorhabe, dann eben halt auch mal den Stromkreis überprüfen lassen. Wir brauchen halt, wie gesagt, dauerstromtragfähige Stromkreise. Das Auto lädt je nach Batteriekapazität dann 10, 12, 20, sogar 40 Stunden beim Tesla. Und
dementsprechend sollte der Stromkreis ausgelegt sein. Also, Zum Thema Antrieb. das heißt jetzt also, wenn ich den, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich, wenn ich dieses Notladesystem benutze, was ja dann, ich zeige es jetzt hier nochmal, das kennen ja sicherlich viele von euch mit diesem berühmt-berüchtigten dicken Ziegel irgendwie drin, Ladeleistung ungefähr 2 Kilowatt, dann muss ich das also nicht dem Netzbetreiber melden. Nee. Also in dem Moment, wo mehrere Notladekabel an einem Netzanschluss betrieben werden, dann ist ja die Summenleistung höher wie die 3,6 kW, die so als Grenze angegeben werden. Dann müsstest du das sogar dann melden, wenn du zwei Notladekabel an einem Netzanschluss meldest, weil dann geht ja die Summe der beiden Ladekabel als die Anschlussleistung, die du benutzt. Jetzt ist es ja so, es gibt ja so eine Netzanschlussverordnung, NAV, und da gibt es ja so einen Paragraphen, ich glaube, das ist der Paragraph 19, der sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt. Da steht jetzt was drin von Ladeeinrichtungen, die man benutzt für Elektrofahrzeuge, dass die alle gemeldet werden müssen. Und da gibt es jetzt keine, weil du gerade angesagt hast, also unter 3,6 kW muss man das nicht anmelden oder beziehungsweise den Netzbetreiber nicht anzeigen. Wie ist das jetzt? Ist es jetzt tatsächlich so? Ich habe jetzt eine Menge Leute, die mir gesagt haben, nee, das stimmt nicht, du musst es anmelden, weil in der NAV steht ja drin, alle Ladeeinrichtungen müssen dem Netzbetreiber gemeldet werden. Wie siehst du das? Oder wie ist das jetzt? Also wenn wir Stromkreise aufbauen und auch Steckdosenstromkreise für Ladeinfrastruktur, ob das nun Schuko oder CE-Steckdosen sind, dann melden wir die Anschlussleistung mit der Anschlussleistung, die dann das Notladekabel oder der Stromkreis dann übertragen kann, melden wir diese an. Also dem Netzbetreiber ist es eine wichtige Information, wie der Netzausbau, wie er damit umgehen muss und deshalb halt eine wichtige Information, die er benötigt. Gilt denn jetzt eigentlich so ein, ich bleibe jetzt nochmal bei diesem Laden mit der Schuko-Steckdose, deswegen zeige ich es hier auch nochmal so intensiv. Gilt denn das eigentlich schon als Ladeeinrichtung oder ist eine Ladeeinrichtung vielleicht eher eine Wallbox? Also grundsätzlich bezeichne ich dieses Kabel, was du da hochgehalten hast, als Notladekabel. Und so würde ich es auch verwenden. Also ich sag mal, wenn ich irgendwo an einem Standort bin, gestrandet bin und habe dort keine Ladeinfrastruktur, dann benutze ich dieses Notladekabel, um an einer haushaltsüblichen Steckdose im Bedarfsfall mal zu laden. Wenn ich damit regelmäßig lade, dann wird dieses Notladekabel ja zu meinem wirklichen Ladeequipment und dann ist es auch anzumelden. Ich sage mal, wenn ich es mal nur sporadisch an einem Netzanschluss nutze, dann macht die Anmeldung keinen Sinn. Aber wenn ich es dauerhaft regelmäßig nutze, dann sollte es immer angemeldet werden. Also bei mir in der Straße, also nicht falsch verstehen, ich bin jetzt niemand, der den Leuten absichtlich immer ständig über den Zaun guckt, aber wenn ich eben spazieren gehe, mit den Hunden spazieren gehe, dann guckt man natürlich immer irgendwie links und rechts. Und bei mir in der Straße sind wirklich inzwischen etliche Fahrzeuge, die halt dauerhaft, und da sieht man eben einfach, weil die meistens draußen stehen und das Kabel geht dann irgendwo zu einer Steckdose am Haus, die dauerhaft damit laden. Also ich versuche das mal zusammenzufassen und du korrigierst mich, wenn ich einen Fehler mache. Heißt also, laden mit dem Notladekabel muss eigentlich nicht angemeldet werden, aber wäre gut für den Netzbetreiber und eine technische Prüfung ist sowieso Voraussetzung. Punkt. Wunderbar, dann kann ich mich setzen, habe ich eine 1, ja, wunderbar. Jetzt die nächste Frage ist, jetzt haben viele zum Beispiel in ihrer Garage oder vielleicht auch im Carport sowas hier zu hängen. Ja, ich habe das hier mal, also eine, so eine CE-Dose, ne, haben viele von euch vielleicht auch irgendwo in der Garage und fragen sich jetzt, wenn ich jetzt daran zum Beispiel so eine mobile Wallbox hier, so eine mobile Wallbox hier anschließe, ne, die ist ja nicht fest angeschlossen, die ist ja im Prinzip steckbar. Wie ist es da? Anmelden oder einfach nutzen? Ganz klar anmelden. Da unterscheidet die Niederspannungsanschlussverordnung überhaupt nicht, ob mobil oder fest angeschlossenes Ladekabel. Auch der Stromkreis für die CE-Steckdose muss dann dauerstromtragfähig sein. Auch der Zählerplatz muss dauerstromtragfähig sein, muss dementsprechend so ausgebildet werden. Wenn ich zum Beispiel bei den mobilen Ladekabeln gibt es ja bis 22 kW, die sind halt über die normalen Haushaltszähler als Dauerstromverbraucher überhaupt nicht zugelassen. Also die müssen entsprechend
aufgebaut sein, die Stromkreise, und dann natürlich auch gemeldet werden. Und das gilt dann auch, wenn ich zum Beispiel so eine mobile Wallbox, die hier zum Beispiel könnte ja auch eine recht hohe Leistung abgeben, zum Beispiel die nur mit 2 kW betreibe, dann wäre das auch genau das gleiche wie beim Notladekabel. Solange wie der Stromkreis so aufgebaut ist, dass du es könntest, musst du diese Anschlussleistung dann auch anmelden. Also wenn du eine CE-Steckdose 32 Ampere dorthin baust, dann ist die halt auch wie eine 22 kW-Ladestation zu betrachten, weil es kann ja dann niemand ausschließen, dass irgendjemand anders kommt mit seinem Notladekabel und an diesem Netzanschluss dann entsprechend mit der Ladeleistung lädt. Und die muss vom Netz zur Verfügung gestellt werden, und das muss natürlich der Stromnetzbetreiber wissen. Kannst du vielleicht für die, die vielleicht noch nicht so tief in dem Thema E-Mobilität drin sind, es kommen ja ständig neue dazu, noch mal kurz erklären, warum ist es für den Netzbetreiber eigentlich so wichtig zu wissen, wo Elektroautos geladen werden, und warum ist es für die so wichtig? Also die Verteilnetzbetreiber, die jetzt, ich sag mal, ein Neubaugebiet und ein erschlossenes Wohngebiet aufbauen, und die planen oder haben bisher immer mit einer Anschlussleistung für haushaltsnahe Verbraucher errechnet. Und da hat man eine Standardleistungskurve, die sich eben ganz normal an dem Tagesablauf orientiert, wo man eben früh morgens eine Lastspitze hat, wo man abends eine Lastspitze hat, wenn die Leute nach Hause kommen, wo man in der Nacht keine Ströme fließen. Jetzt kommt aber dazu, wenn jetzt so eine unkontrollierte Ladestation, also Ladestationen, die nicht vom Stromnetzbetreiber gesteuert werden können, angeschlossen werden, denn doppeln die Lastspitzen definitiv auf, weil du kommst abends nach Hause, steckst dein Auto an, und dann kommt zu dem Standardverbrauch, den du in der Straße, nachdem das Leitungsnetz ausgelegt ist, jetzt die Ladeinfrastruktur. Und das werden unsere Verteilnetze, die örtlichen Verteilnetze, werden das ohne intelligente Ladeinfrastruktur. Dafür ist das aktuelle Förderprogramm auch da. Es fördert eben nur intelligente Ladestationen, vom Stromnetzbetreiber steuerbare Ladestationen. Auch wenn es erstmal nicht genutzt wird, aber diese Förderfähigkeit hängt eben halt an diese Möglichkeit, später mal die Ladestation zu steuern dran. Und es kommt dazu, es werden nur 11 kW gefördert, weil es eigentlich völlig ausreicht. Wenn die Autos über Nacht mit 11 kW laden, sind auch die größten Autos über Nacht wieder vollgeladen. Das heißt, man könnte eigentlich zusammenfassen und sagen, wer sein Elektroauto lädt, eben zum Beispiel an der CE-Dose, die er schon hat, mit einer mobilen Wallbox oder an der Schuko-Steckdose, und es nicht meldet, der tut eigentlich der Elektromobilität keinen Gefallen, weil er eigentlich nicht, wie soll ich sagen, diese wichtigen Informationen nicht teilt und es eventuell Probleme im Verteilnetz geben kann. Genau, irgendwann steht die Straße im Dunkeln. Da lösen dann, ich sag mal, an so einer Leitung, die draußen auf der Straße liegen, die wird in der Regel mit 250 Ampere abgesichert in so einem Kabelverteilerstrang. Und dann sind da mehrere Haushalte angeschlossen, die alle einen 100 Ampere Hausanschluss haben, und normal standardmäßig, ich sag mal, 2, 3 Ampere für haushaltsnahe Verbraucher halt brauchen. Ich sag mal, in der Lastspitze, wenn der Backofen, der Herd an ist, dann kommen wir mal auf 3 Phasen vielleicht auf 20 Ampere. Mit so einem Elektroauto haben wir zusätzlich nochmal 16 oder 32 Ampere, je nachdem, Dauerlast auf dem Kabel, was dann über mehrere Stunden anhält. Und da kann natürlich dann so eine Doppelung mit dem anderen Haushalt, mit weiteren Haushalten dazukommen, und dann lösen irgendwann auch 250 Ampere Sicherung aus. Und Okay. dann steht man im Dunkeln, und dann. Das will keiner. Jetzt habe ich mal noch so ein Ding hier. Wir wollen ja mal versuchen, heute alle möglichen Fälle abzudecken. Ich habe vielleicht bei mir zu Hause mir aus der Schuko-Steckdose so eine Steckdose hierfür gebaut, also eine CE-Blausteckdose oder Campingstecker. Haben ja viele gemacht, weil sie sagen, ja, wie du schon richtig gesagt hast, Laden einer Schuko-Steckdose auf Dauer ist nicht so gut wegen der Kontakte. Jetzt habe ich meine Schuko-Steckdose gegen eine blaue CE-Dose ausgetauscht. Aber dann gilt im Prinzip das Gleiche, ne? Also auch wieder auf jeden Fall anmelden. Genau, einfach die Ladestation anmelden. Es kostet ja nichts. Ich sag mal, ich habe heute gerade beim Kunden erfahren, das muss noch nicht mal ein Elektrobetrieb machen, sondern das kann man auf der EDES-Seite sogar selber machen. Einfach dort seinen Ladepunkt melden. Also für alle, die jetzt nicht in Brandenburg zu Hause sind, die EDES ist der Verteilnetzbetreiber für große Teile Ostdeutschlands. In Berlin wäre es jetzt noch, glaube ich, Stromnetz Berlin.
beziehungsweise die zuständigen Stadtwerke oder was auch immer. Da sind wir eigentlich gleich bei dem Stand, bei dem Stichwort, was du genannt hast, nämlich bisher reden wir ja nur über das Anmelden. Also ich lasse mir das installieren und dann kann ich das selber oder der Elektriker, der meldet es dann entsprechend an. Muss ich da mit irgendwelchen Kosten rechnen? Kriege ich dann eine Rechnung vom Netzbetreiber? Also grundsätzlich ist es so, wenn du einen 100 Ampere Hausanschluss dir mal hast installieren lassen, bekommst du dafür 30 kW Leistungsbereitstellung. In der Regel braucht man für ein Einfamilienhaus, kalkuliert der Stromnetzbetreiber mit 14,5 kVA Anschlussleistung. Wenn jetzt die Ladestation, die 11 kW Ladestation dazukommt, liegst du dann bei 25,5 kW Gesamtanschlussleistung, die du beantragt und nutzen möchtest. Wenn du eine 22 kW Ladestation an deinem Netzanschluss oder mehrere 11 kW betreiben willst, dann summieren die sich auf. Und sobald du über diese 30 kW Anschlussleistung kommst, erhebt der Stromnetzbetreiber für die Bereitstellung der Netzanschlussleistung pro kW so um die 80 bis 100 €, die er dann als Baukostenzuschuss bei dir als Netzanschlussnehmer dann einholen will. Dafür kriegst du ein Angebot und das unterschreibst du, dann werden die Sicherungen möglicherweise gewechselt und dann darfst du die höhere Anschlussleistung auch betreiben. Und da vielleicht so als Tipp am Rande, es gibt die ein oder andere Wallbox mit einem Lastmanagement und das kann man dann auch zu Hause vielleicht sogar nutzen, um eben in der Wallbox einzutragen, wie viel darfst du maximal ziehen und dann kann die Wallbox selber sich so ein bisschen nach dem Hausverbrauch richten und vielleicht sogar nachts diese volle Ladeleistung zur Verfügung stellen, obwohl man die tagsüber so nicht abrufen könnte. Das aber nur so als Hinweis. Also ist immer ganz gut, sich zu informieren. Andreas, ich sehe du nickst, was man sich für eine Wallbox kauft, was man für eine Situation hat, sich also beraten zu lassen. So, wir waren jetzt bis 11 kW. Da gibt es in der Regel, das wisst ihr, das wissen wir, keine Probleme. Das läuft eigentlich in allermeisten Fällen, was wir also auch aus Feedback von euch aus den Kommentaren kriegen, sehr gut durch. Aber jetzt komme ich mal hier sozusagen zu meinem Typ-2-Ladekabel. Ich hatte ja auch bis vor kurzem eine Zoe, die ich ja auch mit einer sehr hohen Ladeleistung, also sprich bis 22 kW, laden konnte. Und wie ist das jetzt, wenn ich also diese 11 kW überschreite und ein Elektroauto benutzen, also laden möchte mit über 11 kW? Klar, dann kann ich die Förderung für die Wallbox nicht mehr in Anspruch nehmen, aber es kann ja sein, dass ich das trotzdem machen möchte. Wie sieht's dann aus? Reicht dann auch anmelden beim Netzbetreiber oder was ist dann zu beachten? Also, ich sag mal, wir reden dann ja über Dauerstromverbraucher, beziehungsweise reden wir ja schon die ganze Zeit, also dass wir Dauerstromverbraucher haben. Dann wäre grundsätzlich noch eins zu beachten, dass wenn wir Dauerstromverbraucher betreiben, 22 kW, dann darf vor der Zählersicherung nur eine 35-Ampere-Sicherung sein. Und das bedeutet, wenn ich eine 32-Ampere-Ladestation mit 22 kW betreiben will, dann bleibt mir für meinen Hausbedarf natürlich nicht viel übrig. Da kommt dann entweder die Möglichkeit, intelligente Ladestationen einzusetzen, die runterregeln, wenn im Haus Strom verbraucht wird. Oder der zweite Weg ist, über einen separaten Bezugszähler die Ladestation zu betreiben. Dann kommt vor diesem Bezugszähler die 35 Ampere Leitungsschutzschalter beziehungsweise selektiven Leitungsschutzschalter, der ja vor dem Zähler montiert wird in der modernen Zähleranlage. Und dann habe ich damit auch kein Problem. Hat natürlich dann weitere Vorteile. Du hast einen eigenen Bezugszähler, den du gegenüber dem Arbeitgeber, wenn du zum Beispiel zu Hause dein Firmenfahrzeug lädst, auch abrechnen kannst. Oder der kann sogar dann sich auf den Stromzähler anmelden und direkt die Rechnung bezahlen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, muss man auch, wenn man eine Wallbox hat, die eben mehr als 11 kW hat, die auch noch genehmigen lassen vom Netzbetreiber. Also mit Genau, einfach also ich sag mal, anmelden geht dann nicht mehr. genau, das macht ja dann der Elektrofachbetrieb, der die Ladestation aufbaut. Der meldet dann beim Stromnetzbetreiber diese höhere Netzanschlussleistung an, muss dann auch warten. Die ist ja genehmigungspflichtig, also das macht man vor der Installation. Und erst wenn man dann die Bestätigung hat, die ja bei je nach Stromnetzbetreiber und Auslastung entsprechend auch lange dauern kann, also in Berlin 2 bis 3 Monate, bis man dort eine Info bekommt, ob man überhaupt die Netzanschlussleistung zur Verfügung gestellt bekommt. Und erst dann darf aufgebaut werden und dann kommt das Meldedatenblatt dazu, was dort noch eingereicht werden muss. Was ist für eine Ladestation? Ist sie steuerbar? Ist sie nicht steuerbar? Ist sie öffentlich, halböffentlich betrieben, privat betrieben? Kann sie vom Netzversorger gesteuert werden? Also wenn ich schon den Weg eines eigenen Zählers gehe, kann ich mir sogar überlegen, ob ich dann diesen Tarif
abschaltbare Lasten, steuerbare Lasten vom Stromnetzbetreiber diesen Tarif nutze, um dann eben halt auch noch mal günstiger zu laden. Also wir halten auch mal hier jetzt fest, wäre quasi das dritte Fazit jetzt, bis Ladestation, bis 11 kW, also wir bewegen uns quasi in diesem Förderprogramm bis 11 kW, habe ich es eigentlich relativ einfach, nicht? In der Regel muss ich nicht viel machen, außer dass es ordentlich installiert und angemeldet wird. Wenn ich drüber hinausgehe, habe ich noch ein paar Optionen, aber ich muss auf jeden Fall auch eine Genehmigung einholen. Auf jeden Fall. Okay. Und zwar vor der Installation. Okay, das ist auch ein guter Hinweis, dass man das unbedingt vorher macht, um keinen Ärger hinterher zu kriegen. Andreas, jetzt haben wir lang und breit über diese ganzen Themen gesprochen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Klarheit in die Sache reinbringen konnten. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, ich glaube, weil das wirklich ein häufiger Fall ist, der genutzt wird. Also wenn ich hier so ein Notladekabel als Dauerladung benutze, neben der technischen Prüfung, müsst ihr nicht, aber es wäre sinnvoll, auf jeden Fall das beim Netzbetreiber anzumelden. Andreas, habe ich noch was vergessen zum Thema Anmelden oder genehmigen lassen von Ladeeinrichtungen? Von mir als Fachmann immer wieder nur der Hinweis an die Community, lasst geschulte Fachkräfte an eure Elektroanlagen, schraubt da nicht selber dran rum, Strom ist gefährlich, macht klein, schwarz und hässlich und ich sag mal, ihr müsstet verantworten, was ihr da macht und wenn dort irgendwie ein Schadensfall eintritt, dann müsst ihr verantworten, was da passiert ist. Ob ihr alles richtig gemacht habt oder nicht, spielt dann gar keine Rolle. Der Versicherungsschutz entfällt möglicherweise und ihr müsst mit der Verantwortung dann leben, wenn noch jemand zu Schaden gekommen ist. Okay, eigentlich ein sehr vernünftiges und zu beherzigendes Schlusswort. Andreas, dann... Was sagt man am Schluss von so einer Sendung? Also erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so kompetent Auskunft zu erteilen. Es gibt natürlich, das wollen wir der Ehrlichkeit und Offenheit sagen, auch noch andere Elektrounternehmen in Berlin und Brandenburg, die Ladestationen installieren. Aber ich bin super froh, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Also erstmal dafür herzliches Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wenn ihr Fragen habt nochmal oder Spezialfälle habt, die wir jetzt vielleicht irgendwie nicht abgedeckt haben, dann schreibt ihr doch einfach mal hier direkt gleich unten in die Kommentare rein. Andreas liest sicherlich auch mal dann mit, wenn das Video veröffentlicht ist, antwortet auch drauf und wir tun das nach unserem besten Wissen und Gewissen auch, aber er ist zum Beispiel hier absoluter Fachmann und kann dann bei Spezialfragen noch viel, viel besser antworten, als wir das können. Ansonsten sage ich einfach mal an der Stelle nochmal, Andreas, vielen Dank in deine Tiefgarage. Alles Gute weiterhin. Ich glaube, du brauchst dich an vor Aufträgen im Moment, kannst du dich wahrscheinlich gar nicht retten, oder? Wie sieht's aus? Ja. Die aktuelle Förderlage macht es halt ja für uns auch echt stressig. Also wir kriegen jeden Tag 5 bis 10 Anfragen von Einzelladestationen bis hin zu Tiefgaragenlösungen, die dann natürlich viel aufwendiger geplant werden müssen. Aber da kommt gerade eine Menge auf uns zu, auf das Elektrohandwerk eine Menge drauf zu. Und ja, lass uns mal überraschen, ob wir das schaffen. Und die Hersteller sind ja auch überfordert. Nicht nur wir, sondern auch die Hersteller. Eine Frage fällt mir am Schluss noch ein. Braucht ihr Mitarbeiter? Macht es sich Sinn, sich bei euch zu bewerben? Qualifizierte Fachkräfte können wir immer brauchen. Gerne. Ja, wenn das kein Schlusswort ist. Dann herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst ruhig ein Abo da und einen Daumen nach oben. Danke für den Support und wir sehen uns beim nächsten Video. Und Andreas, wir winken und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und allzeit frohes Laden. Ciao, ciao. Tschüss.